Einfach nach Feeling spielen. Ja, genau. So machen wir das. So habe ich das lange gemacht. Und das ist ganz ehrlich natürlich geil. Aber man kommt nicht weiter ab irgendeinem Punkt. Also ich bin mal gespannt, wie Buff Target hier seine Kombos machen wird. Ob er Up-Tilt benutzt oder nicht. Ob er seine Up-Airs macht bei 40-50%. Wie auch Lil Fuzzy das die einen will. Wahrscheinlich tendenziell eher smasht er nach oben, um da rauszukommen. Wir gehen rein. FOD ist eigentlich ist sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ist eine gute, kann man schon mal starten. Ich glaube, insgesamt ist es schlau, auf Battlefield zu starten für beide. Aber es ist ein bisschen Personal Preference. Der Platz ist ein bisschen kleiner. Das ist gar nicht so gut für Marv. Nerds arbeiten als Programmierer oder Wissenschaftler. Naja, stimmt schon auch. Okay, nice. Das ist eine Downer, aber er hat seinen Rejump gemisst. Oh mein Gott. Er hat seine Backer gemisst. Und jetzt ist er Upsmash, tippert nicht, killt nicht. Ist weiter in der Führung gute. Da hat er sich nicht getraut, den Tracing Edge Guard zu machen. Runterdroppen, Up B. In der Regel covert das alles. Das killt noch nicht. Upsmash hätte gekillt. Palken-Kombo wird immer noch gemacht. Oh mein Gott. Mit dem Sweet Spot, Alter. Also fast Sweet Spot. War kein perfekter, aber war gut genug. War nämlich kein Down Tilt, war ein Down Smash. Palken-Kombo wird immer noch, kann man immer noch machen. Ist immer noch ein DI-Mix-Up, wird natürlich nicht so oft verwendet. Kann man machen bei Mid-Percent, wenn Neutral DI ist zum Beispiel. Habe ich zum Beispiel erst dieses Wochenende mal gegen einen Falco gemacht. Weil Downer nicht gekommen hätte. Ja, ist auf jeden Fall seltener geworden. Ist schade, aber Down. Das Einzige, was ich auch vermisse, ist Downer, Grounded Downer, weil das war ein geiler, wie sagt man da? Pop-Up. Da ist der Gegner direkt nach oben gerade gegangen und man konnte ziemlich gut seine Tippers machen, wenn der Gegner nicht ACA Down oder CC'd oder das sonst irgendwie weg die Eile. Aber das war eigentlich immer ziemlich sicko. Das war natürlich auch komplett gestört. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er von der Ledge gegangen ist, aber das war auf jeden Fall ein heftiger Edgeguard mit sehr viel. Oh mein Gott! Das ist ein gutes Edgeguarding und das ist der Stock. 2-1 Stocks hier für Buff Target. Das ist mal ein Ding, du, sag ich dir. Lil Fuzzy eigentlich eine Hausnummer, würde ich sagen. Auch in dem Matchup. Oh! Da hat er den Shield-Knopf gedrückt oder wollte rollen und ist dann runtergefallen, weil er nicht an die Ledge gesnappt ist. Das müssen Marv-Spieler üben unbedingt. Das kann man über Angle-Punch üben. Da kann man nämlich dann immer, wenn man gescheit wird, an die Ledge snappen. Das ist überhaupt kein Ding eigentlich. Das ist eine Übungssache, je nachdem, wie weit man von der Ledge weg ist. Oh mein Gott, dieses Down-Tilt und dieser CC-Grab. Alter Schwede. Puh, Nail beide, aber trotzdem der Matchwin für Buff Target. Absolut heftig. Oh Gott, ist fast der Controller runtergefallen, aber ich hab ihn gefangen, Leute. Die Reaction Time aus der Hölle. Oh mein Gott. Der Controller von Olong wäre hier fast runter vom Jones. Wäre hier fast weg gewesen, sage ich euch mal. Uiuiui. Oh. Das war wirklich ein Reaction Tech Chase. Schade, dass das nicht on cam war. Das war auditive Reaction. Das war sicherlich ganz nah an der Grenze. Weil man hört ja, da passiert was. Und auch haptisch. Haptisch ist auch tatsächlich eine relativ schnelle Reaction Time. Also eine taktile Reaktionszeit geht sehr schnell ins Gehirn rein. Man kann sehr schnell darauf reagieren. Ich weiß aber leider nicht genau, wie lange oder ob es schneller als visuell ist. Da bin ich leider überfragt, Leute. Visuelle Reaction Time auf jeden Fall schneller bei Menschen. Fun Fact, falls ihr das... Deswegen kann man auf die Side B besser reacten, offline als online. Naja, so sind die Sachen. Oh, schön. Okay. Zurück zum Match. Auf dem Tech Chase IRL. Oh mein Gott, der Upsmash hat so... knapp connected, das war richtig knapp.
Yoshi, heutzutage die Stage für Mars ist wahrscheinlich die Stage für Fox. Ist die beste Stage für Fox? Vor allen Dingen die Höhe der Stage, die Plattform, das Plattform-Layout mit der Höhe der Plattformen sorgt für schnelle Kills. Und die Enge der gute SDA auf den nicht even. Das ist der Lead. Ich sag gar nichts. Ich habe gar nichts gesagt. Oh, das könnte sein. Ja. Schöne. Da ist er ein Frame gedashed, Full Hop. Dashback, ein Frame, Full Hop und dann die Up Air. War wunderschön. Schwer zu SDI. Hat er wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass er da hinterherkommt. Der Buff-Tage. Krass, ja. Da hätte er rausgehen können. Müssen vielleicht sogar. Oh, da wollte ihn. Da wollte ihn mit dem Jank erwischen. Der Jan ist hier. Oh. Oh, der Dashback. Das könnte das doch. Oh, ganz gute DI. Ja, das ist. Wo kann der zu hoch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das. Oh. Wenn er diese SDI. Wenn er diese SDI nicht getroffen hätte, dann wäre das Stock wahrscheinlich weg gewesen, weil er hätte noch. Also, er hätte noch einmal SDI können. Oh, das ist es! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja, du bist schuld, ja. 60-40 ist real. Ne, das ist die Magie der Stage. Die Stage ist wirklich schwer für Mars. Es ist heutzutage einfach so. Das ist der Meta-Pick und das ist in keinem Fall schlecht für Mars. Falls ich das jetzt gesagt habe, tut es mir leid, aber es ist auf jeden Fall die schwerste Stage für Mars in dem Matchup. Was, Yoshis? Yoshis, ja. Okay. Mit Abstand. Knapp. Ja. Wenn du dreimal Smash DI verkackst, dann bist du tot. True. Da haben wir schön den Chain Grab leider gedroppt. Es ist für das menschliche Auge nicht erkennbar. Das ist 1-1 oder? Es ist tatsächlich 1-1. Es ist für das menschliche Auge nicht erkennbar, ob ein Fox Super Slide DI macht oder No DI bei Low Percent. Deswegen seht ihr manchmal auch High-Level-Marv-Spieler für Up-Tilts gehen, weil sie lieber das Mix-Up spielen für einen Up-Tilt into Tech-Chase, anstatt falsch zu raten und potenziell Reversal zu werden. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, wo man sagt, okay, Chain Grab ist gar nicht so free, vor allem bei Low Percent, aber macht er gut, guter Edgeguard, das ist das so. Was sagst du zu dem Match hier? Was sagst du zu deinem Curse, den du hier gegeben hast? Ich sag am besten gar nichts mehr. Das ist viel schlechter, das war das. Oh no, okay. Aber Flag ist immer wieder für Barschung. Das ist halt ein krasser Typ. Ja, ist heftig. Kann man nichts sagen. Ja, Digga, warum hat das nicht? Auch ein Nail-Biter-Set gegen dich gespielt. Wie bitte? Das Nail-Biter-Set gegen dich gespielt, was du für dich entscheiden konntest. Nail-Biter? Was? Nail-Biter. Nagel. Ein Nagelbeißer-Set. Ja, definitiv. Ein nagelkauendes Set. Ich nuschel hier so in meine Maske rein, das tut mir leid. Ja, oh, der F-Smash connected. Ja, High Up B, doch nicht. Oh, krass, er ist tot. Das sollte nicht passieren. Ja, das war 0%. Fox ist broken. Aber Fox ist wirklich broken. Aber so schlimm Yoshis für Fox ist, so schlimm ist FD. Aber Fox ist gleich zu spielen. Ja, es liegt an der Box tatsächlich, deswegen ist er in Führung. Ja. Stimmt, haben wir vergessen. Oh, schönes Count. Oh mein Gott, Cheaterbox. Spaß. Spaß! What the heck? Oh, er hat ihn. Oh mein Gott. Ich werde immer scheiße aus dem DS Mart. Warte mal, ich scroll mal nach oben. Was steht hier oben? Was steht hier oben? Warte. Einfach nach Feeling spielen, Kappa. Well. Ich war auch immer scheiße auf FD. Ich bin immer noch scheiße, aber ich arbeite jetzt dran. Das erste Mal seit langem. Nachdem du gegen Rix verloren hast? Ja, nachdem ich FD nicht gecounterpickt habe. In Grand Finals, nachdem ich 2-0 vorne war. Das war dumm. Oh, das ist schön. Das ist das. Na, gute DI. Weil ich kein Nerd bin, jetzt hör auf. Du bist Twitch. Du benutzt Twitch-Emotes. Natürlich bist du ein Nerd. Benutzt den Poggies-Emote. Oh no. Was war das für ein Channel? Feels bad.
Ich meine, ich finde den Frog ja auch cool, aber nur Nerds benutzen den Frog. Den musst du ownen. Ist auch nicht schlimm, Nerd zu sein. Oh! Ich dachte schon, wir machen da eine Edge Cancel. Das war schön. Aber gut, sehr gut. Was ist das? Als 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der Reversal! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr, was gerade passiert ist? Es war nicht unterscheidbar, ob es No DI oder Slight DI ist. Und Fox hat ein One-Frame-Window rauszuscheinen, wenn Marv das verkackt. Und das hat er gemacht und er hat dadurch das Match gewonnen. Es ist nicht free. Das ist. Hat er immer ein One-Frame-Window rauszuschneiden? Es also kommt erst auf. Erstmal das Port 3. Also kriegt er dann eigentlich nicht. Aber es kommt auf den Pivot an, den Marv macht. Es kommt auf ja, an, ob er backwards Prozent, oder. Ich hab die Prozente. Auch auf die, es kommt auf die Prozente und auf den Pivot-Art an. Also, wenn du nach backwards Pivot machst, dann hast du schnelleren Pivot. Weil okay. Das Spiel lässt sich nach dem Grab, nach dem Throw, 4 Frames lang nicht nach vorne dashen. Aber dein Backdash ist immediate. Das heißt, es geht theoretisch, soweit ich weiß, 2 Frames schneller, wenn man nach hinten dasht. Backdash macht. Crazy. Ja. 2? Wie viel? Ja, ist ein bisschen komisch. So. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, man bei den 2 Frames rechnet man ein, dass man einen Frame droppt, weil man Backdash macht. Ja. Ich bin einfach kein Fan. Oh mein Gott! Das ist es! Oh, er könnte leben. Nee, doch nicht. Oh, er war zu weit unten. Der Winkel hat gepasst. Ja, wartet auf den Plattformen, ihr Wichser. Hey, wir sind alle Nerds, banal. Wir spielen dieses fucking Spiel für 6-Jährige. Nach über 20 Jahren. Alles gut. Boah, Maxi ist sick. Ich bin auch kein Fan von Chain Grips. Aber das Spiel ist nun mal leider so. Oh, das war ein Downtilt. Ja. Yeah. Aber... Oder ein Reverse-Uptilt, muss ich ja gar nicht machen. Oh, das ist es, ja. Das könnte das Stock sein. Das ist fuck, what the hell? Ja. Wenn er keine gemacht wäre, viel besser mitzugriffen. Und so viele Side-Bees macht Bremst und nicht. Aber wenn hat er gefallen. Er hat auf den richtigen Moment gewartet und da kam leider nicht, weil Maxi alles richtig gemacht hat. Das ist ein Tech Chase. Das ist ein Up-Bee. Was war das denn? Backer? Ja. Hä? Er macht so auf What Backer. The fuck? Ich hätte Upper gemacht. Die rein? Ja, ich hätte auf jeden Fall auch Upper gemacht. Ich hätte auch gar nicht früher erst Reverse Fair gemacht. Aber es hat funktioniert. Da kann ich ja nichts sagen. Ja, ich bin ja nicht an der Stelle. Ich bin nicht da in Quarterfinals. Deswegen, die werden schon wissen, was sie machen. So sagen das immer Kommentatoren, ne? I'm not in third place. Das wird schon passen. Oh. Schöne Uptilts. Nach dem ersten Uptilt kann man regrabben, wenn er so die halt. Das muss man noch ein bisschen feiner machen. Upthrow. Ja, das ist das. Oh, okay. Ja. Uptilt ist das Beste, was du auf Plattform kriegen kannst. Ja. Das kann man vor allem die ganze Reverse Fair ist cool. Ja. 2016 angerufen. Ja. Reverse Fair ist cool. Nee, stimmt schon. Ich finde Reverse Fair auch immer noch cool. Ist cool. Es war mal so eine Phase, wo das alle gemacht haben. Sorry, von Max. Ich bin ausgewählt. Oh, sorry, ich habe das Scoreboard nicht. Ich hab nicht. Maxi, ne? Ja, Maxi hat. Oh Gott, what are you doing? Ich weiß nicht, wo ich hindrücken muss. Ah, so. Oh, das ist es vielleicht. Ja, AB ist ein... Kann er nicht Falling Up Air machen? Naja, das ist ein 50-50. Du machst Falling Up Air, wenn der raus die, dann muss er raus die oder No die Air machen und AB covert dann die... Also AB covert das im Prinzip, deswegen ist es ein 50-50. Du machst diese Fair oder AB. Wenn du Fair machst und er rein die Eid, weil er die AB erwartet, dann kriegst du eine Combo. Andersrum, wenn er die Fair rausdiert oder No DI macht, dann stirbt er einfach. So bei 90. Das ist wirklich so. Unlucky. Also das ist schon gut. Das wäre der Sound rückwärts. Was? Das wäre der Sound. Kann ich leider nicht beurteilen, Zippo. Sorry. Und ich kann auch nichts fixen. Ich komme mit Windows schon nicht zurück hier. Wir trommeln hier nur. Ah. Ja. Oh. Aber guter Tech-Chain? Also die Punishes sind gut. Oh mein Gott. Maxi kann gerade irgendwie nicht so... Oh, Dashback out of Crouch. Gar nicht so einfach auf der Box, wie man denken könnte. Ich weiß nicht warum, aber es soll wohl nicht so einfach sein. Krasser Engel. Oh mein Gott.
Hä? Oh, let's go! Was? He's loving those sort of bees. Again, this Game 5 schon wieder, Alter. Maxi mit dem Game 5 Gauntlet. Und so schnell kann es gehen, natürlich, wenn man das Match verliert. Ne? Dann ist man auf einmal raus als Fünfter. Aber wenn man zwei Matches gewinnt, ist man auf einmal Winners Finals. Das ist leider, oder das eine Match, das ist vorhin schon Game 5 gewesen. Mal gucken, ob er es klatschen kann. Ja, schon. Auf Marv's bester Stage. Oh, schöner AB. Der schöne Becker. Bevor ist er gerade zurückgekommen. Ja. Oh, das war ein guter Drill. Der Drill hat noch die ersten Frames Invincibility noch gehabt. Also der Gegner. Und dann hat der Drill connected. Krass. Das ist natürlich eine heftige Strat. Oh mein Gott, diese Up-Tilts. Oh mein Gott. Oh. Oh, no. Oh, das könnte. Oh, oh mein Gott, das Reversal, ja. Das ist das, was schnell passiert. Aber gute Awareness von Maxi. Da war ein Geschenk des Himmels, muss man sagen. Was für ein Glücksbild. Hat FD gewonnen. Der Reversal ist big. Das ist ein Money Reversal, Alter. Nichts anderes hätte ihn erreicht. Oh mein Gott. Ich kann noch was abschauen hier vom Bofftager. Das war ja heftig. Das war heftig. Oh nein, das war ein F-Smash. Der hat auch connected. Oh mein Gott. Und jede Prozente sind natürlich Money. Oh Gott. Bofftager ist am Zappeln gerade next to us. Oh Gott. Oh, das ist es. Auf jeden Fall gönnen. Oh mein Gott. Maxi ist heftig. Maxi ist auch heftig in dem Matchup. Wenn er mal so richtig drin ist und so Bock hat zu gewinnen. Oh. Hätte vielleicht auf die Top-Plattform editen können. Wäre vielleicht besser gewesen. Auf die Top-Plattform und dann von da aus spielen, weil Marv kann das nicht so gut contesten. Er kann Full-Up näher machen. Das hätte auch, das killt dann auch. Oh mein Gott, geht auch nicht in Eco, Anna. Oh, das killt. Vielleicht noch nicht. Aber das war so schlau, weil das war ein Runderschubs ab. Er hat oben geschildet mit einem Light-Shield. Maxi macht Appel, der erste Hit schubst ihn runter, der zweite Hit connected. Oh mein Gott, geh doch nicht in die Corner, Digga. Ey, schau doch. Oh. Kann man denn den Champ machen? Mann am Champ. Abi? Nein, mach Abwehr. Oh, okay. Ein bisschen biased natürlich hier. Für meinen Boy, aber Bofftager macht sich gut und das ist immer noch möglich, aber das ist natürlich, oh, das ist rough. Oh mein Gott, oh, er dachte, er hat keinen Jump mehr, ich dachte auch, er hat keinen Jump mehr, aber irgendwie hat es doch nicht wegsmashed, ja. Sah ein bisschen so aus. Oh, krass. Krass. Maxi hier, wenn er das holt, was sehr stark danach aussieht, up throw up air. Könnte ist keiner, der noch der nicht killen. Ich will was droppen. Oh nein, hat's. Er hat's versucht. Das ist genau, wie man es machen muss. Und das ist das Set 3 zu 2. Ein Nervenaufreibend. GG's, was für ein Set. Damn, der hat ein paar Sachen gedroppt auf Tage. Das war leider. Ja, war schade. Ey, Leute! Losing Papa. Eine Sache vielleicht! Wenn ihr Bock habt und ihr vielleicht einen Twitch Prime irgendwo rumliegen habt, von eurer Oma oder so, dann subbt doch mal rein, wenn ihr hier schon seid. Twitch Prime ist umsonst jeden Monat on Cooldown. Das wäre ein trauriges Set.